So, ich möchte heute Morgen mal was dazu sagen, auch möglicherweise, wenn mir oppositionelle Journalisten zuschauen. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann gerade nicht gucken, wer abonniert oder nicht. Aber ab und zu gucken ja einige Leute, extrem. Also, ich wollte eigentlich was zum E-Casting sagen. Aber das mache ich vielleicht in einem zweiten Video, warum wir E-Castings machen. Es läuft nämlich wegen KI so. Das heißt, wir sind oft auf uns gestellt. Deswegen habe ich so eine Sequenz alleine gemacht, ohne Set. Es ist so gewollt. Ja? Da hat man eine kleine Kuh. Aber eigentlich würde ich heute Morgen gerne über was anderes sprechen. Und zwar, leider bin ich nicht, weil ich nur Theater gemacht habe. Und vorwiegend, ich bin nicht auf dem Präsentierteller durch mein Schauspiel. Außerdem bin ich ja die Frau im Laden, die Frau in dem Berufszweig. Ja, das spielt auch eine große Rolle. Die Männer sind alle viel berühmter oder sagen wir so, ja. Wollen wir es mal so erläutern. Der Punkt ist, ich bin auf dem Präsentierteller, weil ich durch die Verbände, die deutschen Medienverbände, zwei Unterlassungsgebühren habe. Und zwar von einem Verband zwei. Im Lauf der letzten Jahre. So, und jetzt wird mir hier einer erzählt auf... Ja. Also ich habe das in der Comedy parodisiert, in dem Sinne Jewish Canadian Princess, ja. So. Und habe durch meine doppelte Staatsbürgerschaft das deutsche System auf Englisch so ein bisschen parodisiert. So, das Filmfest München hat jetzt Folgendes gemacht. Es hat sich mit der kanadischen Botschaft verbunden und hat für das Filmfest kanadische Filmmaker, Kurzfilmer eingeladen. Da weiß ich jetzt nicht, ob mir jemand helfen will oder ob er mich verarschen will. Oder ob er wieder gaslighten und ausbügeln will, dass er mich verletzt hat privat als Frau. Da steckt nämlich dieser selbe Justiziar wieder dahinter, der auch fett im Team und in der Lobby vom Filmfest München ist und da ständig irgendwas organisiert, ständig auf Panels ist und ständig die öffentliche Meinung lenkt. Und ich habe mich jetzt anonym darüber mal beschwert, weil ich meine, ich habe ja noch ein Jahr einstweilige Verfügung, ich könnte ja in Ordnungshaft kommen, wenn ich ihm nochmal widerspreche, in diesem Sinne. Und in Kanada wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber es ist jetzt völlig egal. Und der Punkt ist, dass ja, ich habe gesagt, Entschuldigung, so wird auch kein Schuh draus, so werden wir auch nicht zusammenarbeiten. Ich möchte so nicht behandelt werden, weil das ist ja wirklich total asozial zu drohen und dann mit so einer Strafgebühr zu kommen und dann zu erwarten, dass ich dann auf einmal zurückkomme und mit irgendjemand zusammenarbeiten will. Es hat nämlich gar nichts mit In- und Ausland zu tun. In Berlin habe ich in all den Jahren, wie gesagt, die regeln das mit Berliner Schnauze, keine einzige Unterlassungsgebühr von keinem Berliner gekriegt. Von niemandem. Nur von diesem bescheuerten Zivilrechtler und Medienrechtler. Und jetzt soll ich noch Anwälte mögen und mir am besten noch so einen ins Bett legen und dann kommt die dritte Unterlassungsgebühr oder was? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Dann müssen die Unterlassungsgebühren in Deutschland aufhören. So. Und er hat sich jetzt auf narzisstische Weise so einen Namen gemacht und so da rein manövriert und so, hat so eine Macht. Ist schwierig. So, und dann kam Claudia Roth auf das Filmpanel und ich bin da nicht hingegangen. Und ich habe meiner Q-United gesagt, habe gesagt, irgendwann werde ich mal mit dir darüber reden, wie die kommunistischen Kräfte auf meine Eltern gewirkt haben in Deutschland und in Kanada. Wenn es dich interessiert, du musst es dir aber nicht anhören. Aber ich bin da eher kritisch. Und Petra Kelly ist tot, ja, und Joschka Fischer hat Jugoslawien bombardiert. Ich weiß nicht, was ich, und weiteres, was du jetzt mit den Grünen läuft, siehst du ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, aber ich würde mich da neutral halten. Also ich komme nicht auf diese Panels gepilgert zu Claudia Roth und mache einen auf Grüne. Weil ich mich gar nicht mehr als Grüne fühle. Aber zu Petra Kellys Zeiten haben wir mal was mit den Grünen zu tun gehabt. Früher mal, ja. Als Wähler, früher mal, aber in den 80ern, mein Gott, Petra Kelly... 1983, die ist ja ewig tot. Ja? Naja. Deswegen, ich wollte euch das mal sagen, weil ihr euch vielleicht fragt, wie steht denn diese Frau? Macht die jetzt irgendwie Lobbyarbeit hier auf ihrem Kanal für die Medien? Das kann ich so nicht sagen, aber es wird jetzt einfach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das wird jetzt einfach wieder benutzt. Und da wird die nächste Diplomatie, die politische, draus gemacht, damit sie gut dastehen. Ja, statt mal arbeiten zu gehen und statt mal zu gucken, okay, ja, da wurde was erwähnt von manchen Kanälen, der Schuldkomplex.
aus dem Dritten Reich und was weiß ich. Und auch so dieses, aber dass gleich jemand kommt mit Bomben und gleich 700 Städte in Deutschland ausbombt im Zweiten Weltkrieg. Hätte auch nicht sein müssen. Man hätte es auch anders regeln können. Es gibt ja heute White Hats, es gibt ja Einsatzkräfte, die einfach Leute aus den Häusern, aus den Städten rausholen mit Sonderkommandos. Macht die Polizei ja auch. Da hätte man das so machen müssen, aber nicht gleich bomben und gleich die ganze Kultur zerstören. So, das sind die zwei Dinge. Das war einfach zu extrem. Und ich sehe jetzt auch wieder sowas, so ein Nachkriegsding, dass sich jetzt hier die Justiziare, Jahrgang 67, ja, wieder bei den Amerikanern wegen der Atlantikbrücke oh, jetzt habe ich ganz heftige, viele Schlagworte gesagt, einschleimen. Ich würde wahrscheinlich keine Aufruhr haben, deswegen ja. Dass sich hier wieder, dann bleiben die Zahlen unten, die Klickzahlen, und dann seht ihr das Video nicht, dass sie sich einschleimen, weil die Amerikaner ja unsere Besetzungsmacht sind. Ja, aber die Kanadier nicht. Die Kanadier sind natürlich neutraler. Da waren ein paar GIs und Soldaten mit dabei, aber nicht so sehr. An ihrer Nachkriegszeit, mein Vater war da als emigrierter Jude, weil Kanada sich immer sehr neutral verhalten hat. Ja, und deswegen sind die Juden auch gern nach Kanada gegangen und weniger nach USA. Manche jedenfalls. Und der Punkt ist, ja, das sind alles diese Geschichten. Das will ich mal sagen und das will ich mal unterfüttern, damit ihr diese Infos mal habt, falls ihr die nicht habt. Weil es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Urlaub macht in Montreal oder so. Es geht überhaupt nicht um diese Dinge, sondern es geht darum, dass ich falsch behandelt wurde. Und es kam keine Antwort von Crew United, weil anscheinend, ich weiß nicht, ob ich links sein soll oder nicht oder was ich überhaupt sein soll. Ich kann euch sagen, meinen Kollegen ist sie da, egal, ich stelle jetzt nochmal eine neue Crew zusammen und drehe nochmal neu, weil bei meiner einen Sequenz, die ist zwar textlich und von der Idee her cool, aber unter den Linden, der Straßenverkehr hat so gerauscht, ich hätte einen Tonmann gebraucht, um mich richtig zu verkabeln und um dieses Rauschen rauszunehmen. Ich bin mit der Stimme irgendwie nicht da drüber. Der Platz war super und alles, aber ja, ohne die Crew, es gibt immer irgendwelche Mankos. Natürlich mit der Steadicam, also wie gesagt, ich reiße das jetzt nur an, ich mache kein ganzes Video darüber. Wir machen manchmal E-Castings, manchmal auch so in Selfie-Qualität, also nicht Schuss gegen Schuss. Das macht der Kameramann, ja, Dialogszene, wie er dann das Dialogpaar anschneidet mit der Kamera, andere Kameraeinstellungen. Aber E-Casting ist quasi auch Selfie oder E-Casting ist auch Steadicam. Das heißt, die Kamera bleibt an einem Punkt und man spielt dann, um zu erläutern, wie spiele ich mit dieser Szene. Und da macht man Impro mit dem Text und wie auch immer. Das sind die Bewerbungen. Das heißt, das sind Bewerbungssachen, das ist kein fertiger Film. Jetzt sagen die Leute mit ihren Sehgewohnheiten, naja, so, es ist kein fertiger Film. Du sollst irgendwas rüberbringen, du sollst den Charakter rüberbringen. Es ist kein fertiger Film, nicht von 5000 Leuten, Regie, Film, Regie, Ton, Kamera, irgendwas, Cutter, nicht fertig designt. E-Casting, ich werde nochmal ein extra Video machen über die E-Castings, was das bedeutet. Und das vereinzelt uns auch und wir können so einen Spielpartner mitnehmen und wenn der keine Zeit hat, müssen wir uns alleine bewerben, das ist der Job weg. Und meistens gibt es gerade Werbung, weil die Industrie ja Werbeleute braucht oder Werbemitarbeiter, sagen wir mal so. Meistens gibt es keine richtigen Filme. Das ist gerade die Filmwirtschaft. So. Und also ich fühle mich schon wieder so, ich glaube, ich werde mein Video nennen Hilfestellung oder betreutes Denken. Diese Schlagwort, das fiel ja auch oft. Betreutes Denken, ja. Im Sinne der Rainbow, irgendwas, Bewegung, ne? Ja. Mir wird jetzt irgendwas, ich darf mich jetzt nicht allein wieder zurückverbinden oder verbinden mit meinen Kanadiern, sondern, ja, sondern ich soll das zusammen mit meinem Mark machen und, ja, und ich soll mich da bitte leiten lassen von den großen Fieselschweifführern. Ich habe überhaupt keine Lust. Ich fühle mich schon wieder kontrolliert. Da ich dieses Ding habe, dass ich mich schnell kontrolliert fühle, weil ich nämlich schon narzisstische Leute kenne, finde ich es nicht so schön. Ihr müsst selber beurteilen, ob ihr das gut findet oder nicht.